Ja, da raucht er wieder, ey. Das ist natürlich. Haben wir letztens noch darüber gesprochen, dass mich deswegen Leute nicht so glaubwürdig finden, weil ich mitunter noch Fleisch esse und rauche und deswegen ja nicht so ein aufgestiegener Meister sein kann, wie andere mir unterstellen wollen. Aber gerade kam so ein richtig geiler Spruch im Kontext von der Jasmin. Und ich sag, was hast du genau gesagt? Sagst du einen Wortlaut? Klang deiner Stimme. Die hat, dass die gar nicht wollen, dass das Volk chillt. Boom. Ja, das ist natürlich völlig klar, aber so in dem einen Satz habe ich es tatsächlich noch nie ausgedrückt. Aber das ist halt eben tatsächlich das allerletzte, was sie wollen. Ich habe eben noch, die roch's noch Gras, ne? Und dann hab ich versucht, 5 Euro in Gras umzusetzen, und ich mir gedacht, ich will dann auch meine rauchen. Und dann ging mir Reinhard Mais Spruch durch den Kopf, von wegen kein Tütchen Gras, aber eine Giftgasfabrik kannst du kaufen. Und dann kamen wir dann halt eben dazu, dass das halt eben so ist. Komm mal auf, wenn das Geld, das kannst du bei der Frau Merkel auf Panzer bestellen. Die liefert die auch. Vielleicht nicht innerhalb Deutschlands. Aber ne, kann man gut Geld mitmachen. Panzer kostet ein bisschen. Aber das Problem ist tatsächlich, dass das Letzte, was die von uns wollen, weswegen die ganze Ablenkungsshow, warum die so ein Brimborium den ganzen Tag machen, um uns irgendwie beschäftigt zu halten, halt eben genau der Grund ist, dass das Letzte, was die brauchen können, ist, dass wir chillen. Dass wir mal nichts tun. Nicht nichts tun, sondern nicht handeln, nicht tun, nicht. Gerade mal nicht in irgendeiner Form politisch oder aktivistisch aktiv sind, sondern sowas hier machen, rumsitzen, Gitarre spielen, eine rauchen oder zwei, knutschen, schmusen, umarmen, nicht stressen, mal einfach einen Tag Auszeit nehmen oder eine Woche. Oder zwei, oder fünf, oder vielleicht das ganze Leben endlich und in den Ruhestand treten. Das ist, was die. Ne, so in den Ruhestand. Ruhestand. Wenn du Glück hast, kriegst du eine Rente. Mit 67 inzwischen, oder was? Entschuldigung, ich bin 40. Ich müsste auf die Rente noch 37 Jahre arbeiten. 27. Ich bin zum Glück nicht mehr so gut in Mathe. Ich war aber noch nie gut in Mathe. Aber ich hätte keine Lust, noch 27 Jahre auf eine Rente hinzuarbeiten, von der ich mir heute überhaupt gar nicht sicher bin, wer mir die denn dann überhaupt zahlen will. Da arbeite ich lieber an einer eigenen Altersvorsorge, die daraus besteht, dass ich bis ins hohe Alter einfach weiter das machen kann, was ich jetzt tue, nämlich das, was mir Spaß macht. Und dadurch keine Rente brauche. Wenn mir irgendwann die Finger so tatterig sind, dass ich nicht mehr tätowieren kann, dann ist das eben so. Dann werde ich irgendwas anderes finden. Bis dahin habe ich es vielleicht auch geschafft. Ich habe es ja jetzt schon geschafft, meinen Geldbedarf auf ein Minimum zu reduzieren. Also gemessen an dem, was andere so im Monat brauchen. Da lache ich mich einen Ast weg. Ne? So, bei mir bleiben hunderte Euros Miete aus und sowas halt alles. Ich habe keine Krankenversicherung mehr, die Schweinegeld kostet. Und dann doch für nichts eintritt. Und dann halte ich mich lieber selber gesund mit Nikotinstäbchen, Räucherstäbchen, ne, im richtigen Maß angewendet, ist das auch nicht unbedingt falsch. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, das Letzte, was die brauchen können, ist, dass wir chillen. Dass wir nicht mehr irgendwo hingehen, wo wir hingehen sollen, weil wir irgendwie das Gefühl haben, dabei ist es eigentlich völlig egal, ob das lerne ich gerade, ob das zur Arbeit ist oder auf eine Montagsdemo, ob jemand anders mir sagt, dass ich das muss oder ich selber. Kriegt Jasmin gerade die Krise drüber, wie oft der Bauch sich sagt, dass er gerade was muss, weil sagt kein anderer. Aber der Bauchi sagt es mitunter immer noch und sie hat vollkommen recht. Und
bin froh, dass ich jemanden an der Seite habe, der mich darauf aufmerksam machen kann. Aber wenn wir wirklich was ändern wollen in dieser Welt, dann ist wahrscheinlich das Beste, was wir tun können im Umkehrschluss, tatsächlich zu chillen. Auszeit zu nehmen, Urlaub zu machen, Ruhestand, in den Ruhestand zu gehen. Man muss ja nicht immer alles sofort von jetzt auf gleich, aber mal einen Tag ausrasten, wie die Österreicher das sagen, ausrasten, rasten, ausruhen, die Seele baumeln lassen, einfach mal nichts tun. Außer das, was einem Spaß macht. Und nicht um irgendwas damit zu bewirken, sondern einfach nur, weil es Spaß macht. Weil ich das nicht muss, sondern will. Weil ich keine Verpflichtung fühle. Irgendwem gegenüber. Nicht mal mir selber. Und das ist, ne, ich habe das schon vor Jahren irgendwie begriffen, dass es nichts bringt, mich anderen verpflichtet zu fühlen, mir für andere den Arsch aufzureißen. Hat dann ein bisschen gedauert, bis ich das umgesetzt bekommen habe. Ne, hier oben begreifen und es dahin installieren ist ein Unterschied. Das dauert manchmal. Manchmal geht es nicht schnell, manchmal dauert das Jahre. So, und hier treffe ich auf den gleichen Stressfaktor, aber in einem inneren Kreis. Aber es ist der gleiche Stressfaktor. Es ist letztendlich völlig egal, ob jemand anders mir das Gefühl gibt, dass ich was machen muss. Oder ob ich das tue. Wenn ich was tue, weil ich den Eindruck habe, dass ich es muss, dann ist es das Beste, was ich machen kann, es zu lassen. Wirklich. Und in dem Moment was anderes zu tun. Nämlich was, was mir explizit gerade Spaß macht. Und möglich ist. Ja, es gibt natürlich auch viele Sachen, die wir gerade gerne machen würden, aber die gerade noch nicht möglich sind. Sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen, auf der Straße oder auf dem Parkplatz, direkt am Meer natürlich, aber dann wäre ich auf dem Meer. Ah, und dann tue ich gerade nochmal schnell auch dem Matthias einen Gefallen, gib mir doch mal gerade kurz, achso, Moment, jetzt habe ich, da ist das Objektiv. Ich zeige mal gerade nochmal ganz kurz meine Nummernschilder, mit denen ich inzwischen seit November fahre, Anfang November, könnt ihr euch jetzt selber aussuchen, wie lange das ist. Und das funktioniert hier halt eben wunderbar. Die Polizei findet das richtig klasse, dass, wenn ich denen sage, ich bin wie ein Gypsy, wie ein Zigeuner, hab halt keinen festen Wohnsitz, bin nirgendwo gemeldet, weiß auch nicht, wo ich mich melden soll, weil ich keinen festen Wohnsitz habe und weil ich in diesem Auto lebe. Und wenn ich denen sage, wie ein Zigeuner, dann verstehen die, was ich meine. Dann verstehen die, was da steht. Ich habe ja so einen abgelaufenen, vorläufigen Personalausweis. Den zeige ich ihnen dann auch manchmal. Da ist mein Foto drauf. Die wollen ja einfach was sehen. Zeige ich ihnen was, was in der Art ist, wie sie es sehen wollen. Und da steht halt ohne festen Wohnsitz drauf. Und wenn die verstehen, was das bedeutet, dann finden die das super cool, wenn ich ihnen dann erzählen kann, dass wenn sie das bei Google eintippen, also nicht www.jesusurlauber.net, sondern halt das, was auf meinem Nummernschild steht, dass man dann halt eben sofort zu mir kommt. Dass man sofort meine Zugriff zu meinen Kontaktdaten hat und nicht erst über irgendwelche Behörden gehen und bla bla. Und jedes Mal, wenn ich denen das hier erzähle, finde ich das super cool, gib mir meine Papiere zurück und lass mich weiterfahren. Normalerweise muss man sich hier nach 3 Monaten anmelden, aber da ich das ja nicht kann, ist diese Option eine realistische Alternative. Ne, einfach Dinge anders machen. Nicht einfach nur für oder gegen irgendwas sein oder... Man muss immer einfach so ein bisschen auch nach Alternativen Ausschau halten. Es gibt so wahnsinnig viele, aber man wird sie halt nicht kennenlernen, wenn man die ganze Zeit immer noch mit den Missständen beschäftigt ist und den Krieg beenden will. Wir müssen den Frieden installieren und das muss man hier drin tun. Es Fuzzi. Tito, komm mal hierher.
In einem Wahnsinnstempo. Ja, 10 Minütchen, schönes Video. Denkt selber drüber nach, Mann. Ich hab's gerade, hat's mich echt wie ein Blitz getroffen, als Jasmin das sagte, dass das Letzte, was die wollen und brauchen können, ist tatsächlich, dass wir chillen, dass wir uns nicht über irgendwas aufregen, nicht ständig permanent mit irgendwas beschäftigt sind. Das müssen wir hinbekommen, das müssen wir machen. Müssen. Es ist schwer, es anders auszudrücken. Ne, ihr seht, wie tricky das ist. Das hilft. Das hilft uns dabei, Frieden in uns zu installieren. Auszuruhen, nichts mehr zu tun, chillen, easen. Aber noch was, easen, ne? Easen ist so unser Easen. Easen ist cool. Macht Spaß. Immer wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald.